Hallo und so, nach einem kurzen Cut geht's weiter bei Let's Build Minecraft. So, da sind wir wieder in unserem Spitzdachgebäude. Da werden wir mal das Dach weiterführen erstmal. Ich will jetzt unbedingt sehen, wie das aussieht, das Spitzdach. Ob das kacke aussieht, weil ich bin mir da sehr, sehr unschlüssig. Ob wir das jetzt so komplett bis zur Spitze hochziehen oder sagen wir mal bis zur Hälfte hochziehen und dann ein Flachdach drauf knallen. Da müssen wir mal gucken, ne? Also so, die Anlage ist schon mal am Start, das Wichtigste ist schon mal da. Dann brauchen wir mal hier einen Quarzblock, damit wir weiterbauen können. So. Und ab geht die Luzi. Zack. Zack, 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 zack. Kann sein. Oh, Baller. Ja, hier, da muss ich auch noch mal gucken, wie ich das hier alles so mache. Ob das gut aussieht. Weil hier haben wir ja die Garage. Ich muss mal gucken. Ich ziehe erstmal ein Dach auf die Garage drauf. Und dann, ja, schauen wir mal. Das ist ein gutes Wort. Schauen wir mal. Man muss ja erst alles ausprobieren, um zu urteilen, ne? Das ist ja nicht so nur in Minecraft so. Man muss vieles ausprobieren, um es zu beurteilen. Und nicht dann direkt einfach sagen, ey, das ist scheiße so. Naja, man muss ja auch mitreden können, ne? So. Ey, wird schon wieder dunkel. Ah, ich bin es ja gewohnt, in jeder Folge zu pennen. Ah, komm, eine Reihe ziehen wir aber nochmal drauf. Bevor uns die Dunkelheit einen Strich durch die Rechnung macht. Wir laufen ja zwar keine Creeper rum. Die habe ich wohl oder übel. Ne, ich hab die ausgeschaltet. Da bin ich auch froh drüber. Stellt euch mal vor, hier laufen Creeper rum. Und da hinten in der Stadt sehe ich ständig nur Explosionen. Ja, das wäre ja was, ne? Dann baue ich ja so gesehen hier alles umsonst. Baue hier weiter und am Anfang der Stadt ist schon wieder alles zerstört. Nee, nee. Die bleiben schön draußen bei mir. Wir sind ja hier im Kreativmodus, im friedlichen Kreativmodus, muss ich dazu sagen. Ich kann auch einstellen, dass sie hier rumlaufen. Aber die sind leider nicht erwünscht. Oder was heißt leider? Die sind auf jeden Fall nicht hier jetzt gerade erwünscht. Hä? Ja, so will ich dich haben. Oh, oh, oh. Oh, da ist der Mann im Mond. Es wird immer dunkler. Ja, komm, wo ist überhaupt mein Bett? Wer hat mein Bett geklaut? Bestimmt das Schaf hier. Da ist es. So. Direkt neben der Jukebox erstmal eine Runde nicken. Ja, ich bin dann natürlich auch ganz ruhig, ne? Wenn ich schlafe, dann rede ich ja auch nicht. Ist ja klar, macht ihr ja auch nicht, oder? Oder redet ihr im Schlaf? Obwohl, man weiß das ja gar nicht selber, ne? Man kriegt das vielleicht höchstens mit, wenn irgendjemand anderes neben einem schläft. Und derjenige dann sagt, ey, du hast geredet in der Nacht. Ja. Ich glaube, ja, klar, man kriegt das ja gar nicht mit, wenn man allein im Bett liegt. Höchstens Träume, ne? Wenn man was träumt, dann weiß man es. So, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen das Haus hier an. Boah, das Dach wird schon hoch, ne? Obwohl, das sieht eigentlich ganz geil aus, so mit dem Garagendach hier. Aber so viel passt jetzt auch nicht mehr drauf. Komm, da ziehen wir jetzt hoch hier. Hochbilds Ding. Boah, das ist aber, ey, das ist so krass, ne? Irgendwie passt das von der Proportion gerade gar nicht. Wenn ihr euch das mal anschaut hier, das Stadion, das ist fast so hoch. Ja, da fehlen zwar noch ein paar Blöcke, aber fast so hoch wie das Stadion. Oh, nicht, dass ich mir jetzt hier ein Eigentor schieße, hier im wahrsten Sinne des Wortes, neben Fußballstadion. Ich zieh's jetzt einfach hoch. Deswegen, da muss man immer, man sollte schon die Maße einhalten von den anderen Gebäuden. Sonst sieht das, na klar, kann ich detailreichere Gebäude bauen. Die werden dann natürlich aber größer, weil so aus so kleinen Gebäuden, da kannst du die Details nicht so rausziehen. The Details. Das ist mir schon oft aufgefallen. Was machen wir denn jetzt hier? Ich glaube, ich brauche mal so einen Block hier.
Den setzen wir mal, hoppala, setzen wir mal hier rein. Ich glaube, das muss jetzt so werden. Ja, das ist ja das Ende von der Spitze. So, so. Nee. Hä? Ja, speicher erstmal. Und bong. Oh, es ging aber schnell. Ja, ja, die Spitze hier, ne? Ich hab gewusst, das läuft nicht so glimpflich weiter. Müssen wir das jetzt so lang ziehen hier? Muss man gerade was schauen hier. Ja, anscheinend, ne? Ach doch, ich glaube, ich verstehe, wie ich weiterbauen muss. So. Wir ziehen erstmal komplett hier nochmal ein Spitzdach jetzt hoch. So separat kann man das sagen. Hoppala. Komm schon. Es fehlt doch nicht mehr viel. Jetzt nicht am Schluss aufgeben. Wir ziehen es durch. Zusammen sind wir stark. Chakalaka. Ah, jetzt setzt er die auch noch so falsch. Ich glaube, ich muss mit dem Gebäude hier erstmal warm werden. Hey, was geht ab hier? So soll das laufen, genau so. Boah, ich muss mir das immer noch mal vom Weiten angucken. Alter Falter, was ein Bonzenhaus. Komm, aber jetzt baue ich das, jetzt baue ich das aber zu Ende. Ob es mir gefällt oder nicht. Ist ja nicht mehr viel jetzt. Das Dach sieht mir so übermäßig fett aus. Hm. Wir sind ja hier nicht beim Biggest Loser, oder? Boah, der war richtig schlecht. So, ja, da sind wir am Ende angelangt, würde ich mal sagen hier, ne? Jetzt machen wir hier oben das Dach noch zu. Ja, ich könnte jetzt hier noch... Ja, das lassen wir. Ich könnte jetzt hier noch so eine Art Spitze drauf, aber ich will mir das erstmal so angucken. Mhm. Ich kann mir nur nicht so wirklich einen Reim da drauf machen. Auch dieses hier, ne? Ich zieh erstmal diese Mauer weg. Irgendwie ist sie ein bisschen komisch. So, ey, Mauer, du bist komisch. Geh spielen. Geh nach Hause. Geh, wo du wohnst. So. Ja, ich glaube, so muss das, ne? So, so, so. Also sieht's harmonischer aus, würde ich sagen. Ja. Ach doch. Das Dach geht wohl. Machen wir erstmal hier weiter. So, wir brauchen Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Was machen wir denn hier für Fenster rein? Oder wie viele machen wir denn hier rein? Und wie groß? Oh Gott, so viele Fragen hier. Ich würde sagen, wir machen erstmal so zwei so Standardfenster rein. Voll dunkel da drinnen. Ich glaube, ich sorge erstmal für Licht hier, wenn ich hier reinkomme. So, Glowstone, wo bist du? Wir brauchen dich. Zack. Ein paar Lichtquellen. Ja, das dürfte erstmal reichen fürs Erste. Ab durch die Tür. Ab durch die Mitte. Dann brauchen wir Glas. Wo ist der Glaser? Ich denke mal, wir nehmen keine Glasblöcke, wir nehmen diese Glasscheiben. Ja, man muss das ganze Ding erstmal sehen, wenn es fertig ist. Dann kann man immer noch ein paar TNTs drin verstecken. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so viele Fenster hier reinballer. Mache ich hier auch nochmal zwei? Ja, hier mache ich eins hin. Warte mal, treff mal. Ist das jetzt die goldene Mitte hier? Wie viel haben wir hier? Fünf Blöcke? Oh nein, das sind sechs. Wir könnten aber ein größeres reinmachen, ne? Komm, mach mal hier ein bisschen größeres rein. Zack, zack. Ja, Schwein, du musst draußen bleiben, so ist es halt, ne? Was machen wir denn hier hin?
Wir machen jetzt erstmal, wie viel haben wir hier? Vier Blöcke. Da machen wir dann nochmal hier einen hin. Oh mein Gott, Hauptsache es wird gut aussehen. Ich habe ja selten so Zweifel. Aber heute habe ich irgendwie doch Zweifel. Jetzt, oh, wieder die goldene Mitte hier. Vier, ja, vier. Das wird wieder nicht die Mitte. Obwohl, machen wir mal so eins hier. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, wie das hier alles so wird. Wenn nichts wird, 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 ne? Ist klar. Hier machen wir auch noch mal eins rein. Ach, scheiße. Da hinten, den wollte ich gar nicht machen. Ah, Blocky. Danke. So, du kommst weg. Nein, falsch gezielt. Gucken, wie sieht das denn aus mit den Fenstern so? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Fertighaus, das man so kaufen kann, ne? Volle Spießerbude hier. Ja, dürfen auch nicht zu viele Fenster sein. So, knallen wir erstmal die Tür rein, bevor wir hier jemanden drin sitzen haben, den wir nicht haben wollen. So. Hier ist the door. The door, please. Ich glaube, ich ziehe erstmal eine grüne Hecke dahin. Rund ums Gebäude. Dann machen wir das nur so. Obwohl, so sieht es schön aus, ne? Ich wollte jetzt komplett so eine Hecke drum ziehen. Ich finde, so sieht es besser aus. Habe ich, glaube ich, noch nie beim Haus gemacht. Zack. Ja, man muss es auf sich wirken lassen, ne? Wenn dann der Rasen noch hier schön rumgemäht ist und Garten hier rum entsteht. Man kann ja noch ein paar Kleinigkeiten am Haus machen, so ist es ja nicht. Hier ist der Eingangsbereich, mal hier so zwei Klötze hin. Nee, ne? Sieht nicht aus. Obwohl, ich könnte hier so eine Art Fußmatte hinknallen. Ich versuche so ein bisschen gerade Farbe ins Spiel zu bringen und nimm mal denn da feine eine rote. So, nimm mal eine rote Fußmatte. Damit auch alle ihre Schuhe sauber machen. Ey, es wird schon wieder dunkel. Haben wir der Folge nicht schon gepennt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe Alzheimer. Scheiße. Ach, das sieht nicht so schlecht aus. Schön, schön, schön reden. Was machst du denn da, kleiner Spanner? Du weißt, dass hier das Badezimmer hinkommt, ne? Bah, was machst du da? Zisch mal ab hier. Hallo, du darfst gar nicht hier sein. Ich bringe dich zum Schlachter. Ja, aus dir wird Mettwurst gemacht. Oder aus dir wird Currywurst gemacht. Ha. Boah, ey, wenn es dunkel wird, tauchen die Schweine auf. Was ist los mit euch? Seid ihr eine Einbrecherbande? Mach mal so. Seid ihr eine Einbrecherbande? So. Seid ihr keine Einbrecherbande? Mach mal so. Alles klar. Ist auch eine Antwort. So, tschüss. Hauptsache, wir sehen uns nie wieder. Ach, gehen wir mal in unser Bettchen. Müsst ja noch. Ach ne, das habe ich schon wieder rausgehauen hier. Oh Gott. Bevor ich mich ins Bett lege. Verabschiede ich mich nochmal von euch, weil wir machen jetzt mein kleines Folgenpäuschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Let's Build Minecraft. So, Tür zu, ab ins Bett und tschüss.